Und ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Game of Thrones und von, ja, von was denn? Von dem ersten Game of Thrones Part im Game of Thrones Monat Mai. Also, wir haben ja Themen Monat Mai, Game of Thrones und ja, das ist jetzt der erste Let's Play Part, der jetzt hier am 2. Mai erscheint. Hoffe ich. Also, ich nehme gerade am 2. Mai auf und hoffe, dass das jetzt auch am 2. Mai erscheint. Puh. Ja. Genau, wir sehen ja alles, was hier zuletzt passiert ist und drücken auf Spielen. Genau, es war ja nur noch diese Gruppe da, ne? Die hier können wir aus irgendeinem Grund nicht befreien. Genau, das war's. Gut, und ich mache es jetzt folgendermaßen. Ich mache jetzt hier noch einen Quick Save. Oh. Und es wird jetzt folgendermaßen laufen. Ich mache jetzt hier einen Cut und nehme aber trotzdem weiter auf. Und die Aufnahme, die es dann wird, wo ich diesen Kampf hier schaffe, die wird es dann. Genau. So, wenn ihr das hier seht, dann werden wir den Kampf jetzt hier schaffen. Ich hoffe einfach mal, dass wir das tun. Da hier machen wir. Nochmal Betäubungsschlag. Greifen alle den an, ne? Selbstverteidigung. Ja, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Oh, sehr schön. Einfach mal Selbstverteidigung. Oh. Krieger, beschütze mich. Das sind meine Männer. Wir müssen sie befreien. Die Kerkerschlüssel müssen hier irgendwo sein. Ging einfacher als gedacht. Also das war tatsächlich einfacher als gedacht. Gleich am ersten Versuch. Cool. Wir haben meine Männer noch nicht befreit, Alistair. Wir werden sie brauchen.
gekillt. Was soll ich jetzt bitte schön machen? Ja. Hauptmann, ich wusste, dass ihr uns nicht im Stich lassen würdet. Du hast es nicht verdient, hier zu sterben, Grauden. Lord Alistair, ich dachte, ihr seid tot. Wir konnten euch nicht beschützen und Flussrad auch nicht. Jetzt ist nicht die Zeit zu trauern. Ihr werdet mir helfen, meine Burg zurückzuerobern, Soldaten. Wir sind bereit, Flussrad zu dienen. Und wir brauchen starke Männer wie euch. Und eure Schwerter. Sir Alistair, seid vorsichtig. Einige dieser Gefangenen sind wirklich gefährlich. Das will ich hoffen. Wir brauchen alle Hände, die wir kriegen können. Lasst mich raus, das ist unmenschlich. Klappe, du Idiot. Höre, was dein Herr dir zu sagen hat. Auf Röhre. Kennst du draußen viele Leute? Ja, Milord. Ich kenne jeden in der Stadt. Gut. Unsere Stadt leidet sehr. Soldaten ziehen durch die Straßen und vergießen mit Freuden das Blut der Bürger. Dass du die Menschen von Flussrad kennst, könnte uns weiterhelfen. Wenn du uns hilfst, gewähre ich dir deine Freiheit. Was sagst du? Diesen Ort verlassen, um durch die Klingen von Söldnern einen sinnlosen Tod zu erleiden? Nein, danke. Ich ziehe das Gefängnis dem Tod vor. Und Feigling ohne Nutzen für uns. So sei es. Wenn du dich weigerst, für deine Stadt zu kämpfen, bleibe in deiner warmen Zelle und lebe. Zumindest vorerst. Werdet ihr zurückkehren, wenn ihr erfolgreich wart? Genau, Feigling. Träume du nur. Ein Weib? Sir Sabik, bei der Gnade der Mutter, helft mir! Wir wissen noch nicht, wie die Schlacht enden wird. Du wirst hier sicherer sein, glaub mir. Ich fürchte nicht um mein Leben, sondern um das meiner Schwester. Ich weiß nicht, wie sie allein über die Runden kommen soll. Ich habe mich immer um sie gekümmert. Soll ich glauben, dass du weißt, wie man kämpft? Ich weiß, wie man überlebt, Sir. Da müsst ihr nur diesen Mistkerl von der Wache fragen, der es gewagt hat, sie anzufassen. Das ist viel zu gefährlich. Es tut mir leid, ich kann dich so nicht sterben lassen. Mörder! Ihr werdet schon bald den Tod meiner Schwester auf dem Gewissen haben. Wir werden alles versuchen, um diese Diebe davon abzuhalten, die Bewohner anzugreifen. Mit ein wenig Glück übersteht deine Schwester das Ganze unversehrt. Ach, das ist die... Ah, okay. Habt Dank, Sir. Ich dachte, wir würden alle in diesem Rattenloch sterben. Oh, was ist das? Ich rate dir, diesen da nicht freizulassen. Ich traue ihm nicht über den Weg. Er ist ein Mörder. Ein Mörder, sagst du? Nun, ich habe auch nicht erwartet, hier einen Septon zu finden. Er ist anders. Er ist wirklich gefährlich. Ich habe bei seiner Festnahme einen meiner Männer verloren. Ich hätte fast noch zwei weitere Tote zu beklagen gehabt. Zumindest weiß er, wie man... Oh! Wenn er sich allein gegen 4 ausgebildete Soldaten behaupten kann, könnte er uns von großem Nutzen sein. Riskieren wir es. Nun... Sein Nutzen hängt davon ab, wen er zu bekämpfen gedenkt. Hör mich, Gefangener. Einige Söldner plündern die Stadt. Sie haben den Befehl, alle zu töten, die ihnen über den Weg laufen. Ich brauche Männer, um ihnen Einhalt zu gebieten. Wenn du uns hilfst zu gewinnen, musst du danach Flussrad verlassen und darfst nicht zurückkehren. Aber zumindest hast du dann deine Freiheit. Was sagst du? Ich werde kämpfen. Überlasse ihn seinem Schicksal. Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ich verstehe dich, Rühmann. Aber ich brauche so viel Hilfe wie möglich. Öffne dieses Tor. Oh. Was? Was? Hä? Wie? Seit wann kann man Open Office auf Steam spielen? Ich will's nicht wissen. Okay, gut. Wir haben, glaube ich, einmal... Ne, hier. Hier ist nicht drin. Okay. Da ist noch. Darf ich dem nicht helfen? Will ich dem nicht helfen?
geht scheinbar nicht. Okay, gut. Lass mal nicht raus. Passt auch. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Jetzt können wir diese Hunde zumindest angreifen. Nein, ich will kein Risiko eingehen. Wir müssen geschickt vorgehen. Und wie sollen wir geschickt vorgehen? Ich werde eine ihrer Uniformen stehlen, sie unterwandern und einen Weg finden, dich in die Burg zu schleusen. Ich werde versuchen, ihre Stärken einzuschätzen und Vorbereitungen treffen. Und falls ich dort Überlebende finde, werde ich einen Weg finden, sie herauszuholen. Das ist zu gefährlich. Lass mich mit dir gehen. Nein, alleine habe ich bessere Chancen, unbemerkt zu bleiben. Sorge du dafür, dass sich möglichst viele Männer im Götterhain von Flussrad versammeln. Sobald ich diese Tore öffne, musst du bereit sein, die Burg zu stürmen. Fühlst du dich dazu in der Lage? Kein Problem, Vetter. Wir werden ihnen den Garaus machen. Möge Rolore mir die Kraft geben. Und ein Sandbox-LP, spielt Cities in Motion. Warte mal, wo kam ich her? Ich kam von hier. Wir waren nämlich, wie ich hätte noch irgendwo was gesehen. Aber hier war doch was. Ne? Wieso baut jemand so? Egal, ich frag besser gar nicht erst. Okay. Okay. Oh, es speichert. Ja, ein Quick Save ist nie schlecht. Ich mach mal selber noch ein. Einfach zur Sicherheit. Hier waren wir vorhin. Interessant. Wie verwinkelt hier alles ist. Oh. Bei der schwarzen Ziege von Kohan, was zur Hölle machst du hier? Ich komme aus dem Kerker. Aus dem Kerker? Was ist mit den Gefangenen? Melde mich zum Dienst. Alles unter Kontrolle da unten. Ich wurde geschickt, euch zu sagen, dass wir Verstärkung brauchen, Milord. Du hältst dich wohl für besonders clever, nicht wahr? Du narrst keinen. Es gibt keine Lords unter den Blutsuchern. Wenn du einer von uns wärst, wüsstest du das. Also lass den Mist und ergib dich. Eis und Dunkelheit. Ergreift ihn, bringt ihn zu Vex. Er mag sein Fleisch roh. Oh Gott, nein. Alter! Okay. Okay. Erstmal diese Combo. Jetzt widmen wir uns dem Typen hier. Okay, warte. Wenn ich nochmal. Nochmal Blutung. Ich glaube, ich konzentriere mich wirklich erstmal auf den hier. Für die Combo reicht's nicht. Okay.
Jo. Tot. Okay, gut. Gott sei Dank sind die Kämpfe jetzt hier nicht so anspruchsvoll. Hier gerade. Rostiger Brustharnisch der Sarwix. Wir gehen in die Burg Flussrad. Allerdings kommen wir dort erst an in der nächsten Folge von Let's Play Game of Thrones. Wir sehen uns. Tschüss.